Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, in den letzten Videos gab es so das eine oder andere Werk und die eine oder andere verlassene Location zu sehen und ich dachte mir, Mensch, es müsste eigentlich mal wieder ein Wohnhaus kommen, weil ständig Wohnhäuser aneinander zu bringen ist ja langweilig, deswegen werfe ich die immer zwischendurch mal rein und deswegen melde ich mich heute an diesem Mittwoch mal mit einem Video, was schon etwas älter ist, zurück. Allerdings ist es auch unveröffentlicht und an dieser Stelle auch unwiederbringlich. Ich kann es also nicht neu machen, beziehungsweise ich kann nicht nochmal neu hinfahren und es nochmal neu drehen, weil einfach die Gebäude so nicht mehr existieren. Kommt also mit in zwei sehr interessante Wohnhäuser hier im Stadtteil Lindenau und den Rest erfahrt ihr von mir gleich. Und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte, dann bleibt ihr einfach dran. Und wenn ihr möchtet, abonniert auch gerne unseren Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Und im heutigen Video zeigen wir euch die beiden Schlieder-Wohnhäuser im Stadtteil Alt-Lindenau. Meistens sind die Informationen über Wohnhäuser recht dürftig, allerdings gab es tatsächlich hier mal ordentlich Informationen über die Vorgeschichte, über die Herkunft und auch natürlich über den Verbleib. Die Wohnhäuser befinden sich in der Lützner Straße 116 und 118, also direkt nebeneinander bzw. aneinander und obendrein befinden sie sich hier im ursprünglichen Alt-Lindenau, also dem Stadtteil, welcher als Dorf um das Jahr 1000 nach Christus entstand und 1891 als Stadtteil nach Leipzig eingemeindet wurde. Übrigens hieß die Straße auch schon zu dieser Zeit Lützener Straße, denn sie führt tatsächlich nach Lützen im Burgenlandkreis. Aber jetzt zurück zu den Wohnhäusern. 1868, also vor gut 150 Jahren, als wir hier noch von Monarchie und Kaiserreich regiert wurden, entstand auf dem Grundstück ein eingeschossiges Wohnhaus für Ferdinand Ernst Merker. Er war Gärtnereibesitzer und er ließ über die Jahre auf seinem Grundstück auch noch weitere Gebäude für seine Gärtnerei erbauen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, denn Wikipedia listet hier sogar die einzelnen Firmen, die damals hier beteiligt waren. Es sind nicht allzu viele, deswegen nenne ich sie euch mal. Und zwar beteiligt waren hier Zimmermeister Friedrich Petzig, Maurermeister Julius Langrott und Brömme sowie die Maschinenschlosserei von Theodor Zimmermann. Vor der Jahrhundertwende, also im Sommer 1899, gelangte das Grundstück mit sämtlichen Gebäuden in die Hände der verwitweten Frau Emily Bertha. Sie war geborene Schlieder. Das wird im späteren Verlauf noch interessant werden. Weiter Verwendung als Gärtnerei hatte die gute Dame anscheinend nicht. Allerdings schien es ihr finanziell recht gut zu gehen, sodass sie direkt zwei Wohnhäuser planen ließ. Das erste, die Lützner Straße 116, entstand in den Jahren 1908 bis 1909, also nach etwa einem Jahr Bauzeit. Im August 1909 waren die Wohnungen bezugsfertig. Heute fällt auf, dass das Gebäude recht schmal ist und nur eine Wohnung pro Etage bekam, obwohl nach rechts und links schon zu der Zeit noch genügend Platz gewesen wäre. Jede Wohnung hatte eine Stube und eine Küche mit Balkon, drei Kammern und ein eigenes WC. Was für damalige Verhältnisse der pure Luxus bedeutete, musste man sich in herkömmlichen Wohnhäusern die Toilette noch mit seinen Nachbarn auf der halben Treppe teilen. Die Waschküche befand sich im Keller, was ganz normal war zu dieser Zeit. Von außen nimmt man den markanten Kastenerker wahr, der sich vom ersten bis zum dritten Obergeschoss zieht. Etwa drei Jahre später, also im März 1912, wurde das alte Wohnhaus von Ernst Merker abgerissen und mit dem Bau eines Eckhauses begonnen. Außerdem sollte zusätzlich neben dem Wohnhaus eine Verbindungsstraße zur Dämmeringstraße entstehen. Eckhäuser stehen ja so gut wie immer an Kreuzungen und so hätte das ja auch Sinn gemacht.
Wie auch beim Nachbarhaus der 116 entstand auch dieses durch Hochbautechniker, Baumeister und Diplomkaufmann Dr. Ernst Fritz Karl Schlieder aus Gohlis. Ob er auch die Pläne für die Straße lieferte, ist heute unklar. In irrem Tempo entstand innerhalb von wenigen Monaten ein großes, markantes Eckhaus und mit schnellem Tempo meine ich, wenn man am 1. Mai die behördliche Genehmigung bekam und im September desselben Jahres die Schlussabnahme durchführte, entstand das Gebäude nur innerhalb von 5 Monaten. Man hat also nur die Hälfte der Zeit gebraucht wie für das Nachbargebäude. Allerdings, ob es dann auch gleich bezugsfertig war, mag ich an dieser Stelle zu bezweifeln. Da gibt's aber leider keine Quellen. Anders als nebenan gab es hier je Etage 3 Wohnungen inklusive Bad und WC. Von außen wirkt es bis heute sehr markant und ist auch nicht mehr wegzudenken. Die Fassade ist im Reformstil gestaltet, mit Kunstdekor versehen und verfügt ebenso nach außen stark versetzte Kastenerker. Das Gebäude bekam ein Zwerchhaus oben drüber, was schlichtweg einfach eine bestimmte Dachkonstruktion ist, die auf mehreren Geschossen basiert, um einfach im Innenraum mehr Platz zu erhalten. Nun zum Zustand. Vermutlich Mitte der 90er Jahre zog der letzte Mieter hier aus. Auch hier war gut erkennbar, wie wenig man hat in 40 Jahren DDR an den Gebäuden hat machen lassen, und das war so gut wie nichts. Während andere Gebäude ordentliche sanitäre Anlagen und Zentralheizung hatten, wurde hier noch mit Plumpsklo, Ofen und Kohlenkeller der Alltag gemeistert. Ich selbst fuhr mit der Straßenbahn, die übrigens direkt davor hält, unzählige Male daran vorbei. Und es war irgendwie normal, dass es da so verfallen, ungenutzt und beschmiert umherstand. Über die Jahre kam es immer wieder im Eckhaus zu Bränden. Verheerend war ein Zimmerbrand im Erdgeschoss und vor allem ein Dachstuhlbrand irgendwann zwischen 2009 und 2012, der das Gebäude über die Jahre stark hat leiden lassen. Es kam zu Teildemontagen der kleinen Balkons auf der Straßenseite und im Gebäude zu immensen Wasserschäden, nicht nur durch Löschwasser, sondern auch über die Jahre durch den Regen, der oben ungehindert eindringen konnte. Dadurch entstanden in einigen Räumen auch sehr bauchige Decken, wodurch Wohnungen teilweise gar nicht mehr betretbar waren. Jetzt im Jahr 2020, also mit Erscheinen dieses Videos, sind beide Gebäude komplett denkmalgerecht saniert und auch wieder bewohnt. Liefert sich hier ein Wettrennen zwischen Malern und Graffiti-Sprayern. Man sieht das immer wieder, wenn man dort vorbeifährt. Das Gebäude ist eigentlich ganz schön gemalert, aber ständig ist dort irgendwas dran geschmiert. Das ist schlimm. Wenn euch das näher interessiert, wie es dort aktuell aussieht und ob ihr da vielleicht einziehen wollt, dann gebe ich euch unten gerne mal einen Link mit in die Infobox. Ansonsten habe ich jetzt noch eine kleine Info für zwischendurch.
Die Verbindungsstraße zwischen Demmering und Lützner Straße, auf die ich vorhin kurz mal eingegangen bin, entstand übrigens nie. Seit 2007 führt dort lediglich ein kleiner Weg hindurch. Warum die Straße dann doch nicht entstanden ist, ist heute allerdings nicht bekannt. Auch nicht bekannt ist, ob die Grundstücksbesitzerin Emily Bertha, die geborene Schlieder war, vielleicht sogar verwandt war mit Dr. Ernst Schlieder. Solltet ihr darüber vielleicht Informationen haben, dann gerne rein in die Kommentare damit. Das soll es dann jetzt von mir gewesen sein. Im Nachhinein gibt es natürlich wie immer noch einige viele Bilder, die wir hier schießen konnten. Wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im ostdeutschen Raum, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.